Okay, da muss ich halt in den anderen Raum wieder rein. Dann habe ich, denke ich, müssen wir mal kurz gucken, hier alles abgeschlossen, da ist der Boss. Es fehlt ja auch gar nicht mehr viel, es ist nur ein Raum. Da ist auch kein Schatz drin, wie es aussieht, aber rein möchte ich trotzdem irgendwie. Kann ich den hier eigentlich schieben? Sieht so verlockend aus. Gut, dann wieder raus hier. Jetzt aber raus hier, jetzt aber raus hier. Habt ihr das übrigens gehört? Es kommt ein neuer... es kommt anscheinend ein neuer Teil. Vom Schuh des Manitou. Also, ich glaube, das Kanu des Manitou wird es heißen. Aber mit dem ganzen alten Cast dabei, was ich sehr, sehr geil finde. Das feiere ich voll. Hat Steffi mir erzählt. Das finde ich richtig, richtig cool. Das Kanu des... Also, sie meinte, glaube ich, der sollte das Kanu des Manitou heißen. Mal gucken. So. Okay. Dann wieder zurück. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier richtig bin. Nö. Bin ich natürlich nicht. Ich muss nach unten. Muss schon, ja, hier geschaltet habe ich. Das ist gut. Ja. So. Ich mache den platt. Mit der Hoffnung, dass es was bringt. Es bringt natürlich nichts. Hab mich auch gewundert. Dann gehe ich jetzt mal da rein. Ja, ich denke schon. So, jetzt mal eben schauen. Da rechts ist nichts. Da ist nur das mit dem Auge. Okay, oh Gott. Sehr gut, das brauche ich. Also vor allem für den Bosskampf brauche ich mehr Herzen, denke ich mal. Ja, komm, wir gehen erstmal nach rechts. Die habe ich ja eigentlich beide geschaltet, dachte ich. Anscheinend auch nicht. Vielleicht muss ich sie nochmal neu schalten. Moment, ich gehe nochmal kurz. Nee, das wollte ich gar nicht. Sorry. So. Ja, machen wir es mal so. Eben kurz gucken, was die schalten. Aha. Ah, ich habe es, glaube ich, wieder umgeschaltet. Jetzt habe ich auf jeden Fall was geschaltet. Ich guck mal, was das bringt. Und dann schalte ich den auch noch. Ah, okay. Ich musste beide schalten. So, jetzt bin ich hier. Jetzt kommen wir hier lang. Ach, hier war ich aber schon. Hier war ich ja schon mal. Ach, hier bin ich ja nicht weitergekommen. Ich verstehe. Ja, 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 ja. Ah, hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Oh, scheiße, ey. Ja, das ist natürlich kacke. Ich kann es natürlich mit dem Pegasus-Schuhen versuchen. Aber ob das so clever ist, weiß ich nicht. Ne, die wollte ich gar nicht. Sorry. Wo sind die Pegasus-Schuhe? Ach, die sind ja in dem Beutel. So war das. Ja, so. Okay, das klappt tatsächlich. Ja, jetzt brauche ich erstmal. Ich brauche das Schwert mal kurz. Und ich brauche halt das Kraftarmband, wenn es gerade geht. In der Hoffnung, dass hier noch was ist. Ah, sehr gut. So, ich. Ja, ich muss in diese Reihe hier. Diese. Ja, das ist mit Können verbunden, dass ich nicht unbedingt habe. Wieso spricht er da nicht? Okay, nochmal. Okay, nochmal das Ganze. Wieso springst du denn da nicht? Jung. Ja! Wir sind da. Ich hoffe, ich werde dafür belohnt. Die Schlüssel habe ich ja, ne? Ja, Schlüssel habe ich. Gut. Sehr schön. Oh, hier gibt es einen Schatz. Ja, sehr schön. Als erstes muss das Viech weg. Oh, es ist weg. Sehr schön. Wahrscheinlich einfach nur alle Gegner töten und dann gibt es einen Schatz. Ja gut, das Blöde hier ist halt, ich komme halt nicht ins Wasser. Also ich kann im Wasser nicht mit dem Schwert kämpfen.
Ist hier noch einer? Muss ich hier tauchen? Moment. Ah, im Auge! Hieß es doch, im Auge! Hier! Du hast den großen Schlüssel gefunden! Hier auch noch was? Nee. Ah, das soll ein Schädel darstellen, denke ich mal. Ah, im Auge. Sehr gut, dann haben wir es ja. Der Dungeon ist komplett leer. Jetzt muss ich nur noch zum Boss. Das bedeutet, ich muss erstmal wieder überlegen, wie das ging. Wie komme ich jetzt zum Boss? Ja, da muss ich erstmal wieder rüberspringen. Okay. Wie komme ich jetzt zum Boss? Oh, ich war doch nicht in der zweiten Tür drin, fällt mir gerade auf. Stimmt, ich war noch nicht in der zweiten Tür. Moment. War schon richtig. Das ist egal, nur mit denen. In der zweiten Tür war ich noch nicht drin. Das heißt, den muss ich umschalten. Genau. Und was will ich hier? Hier ist nichts, ne? Okay. Ja, hätte er sein können, dass da was ganz Tolles ist. Nein. Ist es nicht. Ist es nicht. So, jetzt muss ich hier die Weiche stellen. Moment. Ja. Okay. So. Ich glaube, hier ging es zum Boss. Ich bin gespannt, was es ist. Es hieß doch irgendwie was mit Drache. Drachenburg oder Drachenburg? Weiß ich jetzt nicht genau. Kann man das irgendwo erkennen? Tanzdrachenhöhle. Okay. Ja, dann wird es wohl ein Drache sein, der irgendwie tanzt. Warum auch immer der tanzt, aber wir werden es vielleicht erfahren. Ich versuche nochmal, mir ein bisschen Energie hier anzueignen für den Bosskampf. Vielleicht kommt ja auch nochmal eine Fee oder so. Ah, hier ist sonst nichts mehr. Na gut. Dann gehen wir halt da hoch. Ach, das Ding. Aber hier war doch eigentlich noch ein Boss, ne? Ein Boss, ein Schatz. Ach, das, ach so, dann war das der Raum, in dem ich gerade war. Okay. Na komm, geh weg. Ja. Ist ja gut. Ich hasse das Ding. Ja, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg. Hm. Super. Gut, dass ich mir das Herz geholt habe. Es hat richtig viel gebracht. Ja, geht auch. Ja. Ja, cool. Jetzt habe ich gleich gar nichts mehr. Ich hoffe, dass ich mich hier noch ein bisschen gleich hochheilen kann. Und ich muss das erst nochmal machen. Komm her. Den will ich auch noch platt machen. Okay. Danke. So, jetzt mehr Herzen. Ja. Am besten noch 5 Stück. Oder gar keine. Ah, da war eins. Sehr schön. Das war Feuer. Also, kann natürlich sein, dass wir den Drachen mit Feuer bekämpfen müssen. Vielleicht auch sogar mit dem Stab. Ich meine, wir haben den bekommen. Wäre mehr als logisch, finde ich. Wenn wir den benutzen müssten, diesen Stab. Aber vielleicht nicht unbedingt mit Feuer, weil ich denke mal, dass der Drache selbst auch schon Feuer spuckt. Ah, ich habe nicht so schnell geguckt. Ich nehme mal den Stab. So. Wahrscheinlich muss ich die alle töten, ne? Ich gehe nochmal eine Runde und mach die platt. Ja, ich wollte ihn töten. Aha. Vielleicht ist es auch nicht wichtig. Ist hier noch was in dem Raum? Anscheinend nicht. Hallo Drache. Ich habe keine Energie. Du bist kein Drache. Ich glaube, ich will dir auch nicht zu nahe kommen.
Ah. Hm. Vielleicht Bomben? Dass der nach Bomben schnappt? Das habe ich toll gemacht. Okay. Ja, sicher fortsetzen. Ah, okay, gut. Wir müssen halt nochmal hin. Nützt alles nichts. Wie komme ich jetzt am schnellsten zu dem Boss? Hier, ne? Ja. Hm. Ich habe jetzt noch keine Ahnung, wie ich ihn am besten besiegen soll. So ein Hinweis wäre halt immer ganz geil, ne? Finde ich. Aber, ja. Falscher Knopf. Gibt's halt nicht immer. Oh gut, hier kann ich auch mal kurz den nehmen. Spart Munition. So, dann... Ja, wahrscheinlich ist der am sinnvollsten. Mal gucken, was so kommt. Ich weiß es nicht mehr aus dem Kopf. Stopp trinken auf jeden Fall. Okay, da muss ich erstmal wieder Gegner platt machen. Einer ist weg. Alle weg. Sehr schön. Auf Herzen hoffen. Waren nicht so viele. Aber ich nehme alles an Krügen oder so mit, weil ich muss unbedingt Sachen sammeln. Ja, ja. Das ist natürlich jetzt gut. Hier ist eine Scheißstelle, gebe ich zu. Ja. Okay, aber. Okay, ich habe noch 3 Herzen. Das ist immer ein bisschen was. Oh Gott, der Scheiß. Ja, mitnehmen. Ja. Ich versuch's jetzt nochmal da unten. Gut. Wisst ihr, was haben wir? Nehmen wir hier wieder durchkommen. Ja, 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 okay. Aber wir haben mehr Herzen gewonnen, als wir verloren haben, immerhin. Okay. Eigentlich haben wir schon fast. Noch ein Herz, da kann ich ja nicht weg. So, dankeschön. Das war das letzte Herz, was ich gebraucht habe. Ja. So, jetzt wollen wir alles platt machen. Okay, das haben wir. Ja, was mache ich jetzt mit dir? Ich versuch's doch mal mit Bomben, aber ich glaube, das ehrlich gesagt nicht. Das ist das, dass das das Ziel ist. Nee, das ist es wohl nicht. Ja, ich tippe immer noch auf den hier, aber was für was nehmen wir da, wenn das Feuer nicht funktioniert? Duft, Pegasus, Sturm, Arcanum. Ich versuch's noch mit Duft. Das geht! Oh fuck! Oh fuck, ja okay, ich weiß jetzt, wie er funktioniert, aber... Oh. Okay. Ich hab nicht mehr so viel. Ich werde gleich sterben. Fuck. Mist! Ja, tot. Okay. Uiuiuiui, da muss ich aber aufpassen.
Ja, ich frage mich gerade, gibt es vielleicht einen einfacheren Weg? Vielleicht geht Feuer doch und ich habe nur eben gerade... Wie ist das hier? Vielleicht geht Feuer doch. Ich habe einfach nur gerade eben falsch getroffen. Vielleicht ist Feuer sogar stärker als das Duftzeug. Ich versuche gleich nochmal mit Feuer. Achso, ich muss hier vielleicht mal anders nehmen. Ah, hier ist nicht viel drunter. Okay, das hat sich erledigt. So, komm her, da bist du. Ach, komm. Dankeschön. Hauptsache raus hier. Das lassen wir. Das ist nervig. Das kostet nur mehr Energie, als dass es was gibt. Hier gehen wir auch einfach mal rüber. Es kommt jetzt hier auch dieser Raum und da kann man, glaube ich, ganz gut. Ja, perfekt. Geh jetzt mal weg. So. Alles wegmachen. Super. So, da versuche ich jetzt. Entschuldigung. Nochmal mit dem Stab. Aber ich versuche es jetzt mal mit Feuer. Mal gucken. Vielleicht ist es doch besser. Komm mal hier oben hin. Ja, okay, geht auch. Vielleicht geht das sogar besser. Ich darf mich halt nicht schnappen lassen, ne? Leichter gesagt als getan, ich weiß. Ja, aber der schnappt mich automatisch dann, ne? Oder krieg ich den auch von der Seite? Von der Seite krieg ich den nicht, ne? Ja. Nee, es wird so nix. Okay, ich, ja, okay. Ja, 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 ist klar. Ich denke, das geht nur mit ins Auge schießen. Aber das nämlich nicht. Na, ja, ich bräuchte ein Schild. Aber ich kaufe doch jetzt nicht extra ein Schild, oder? Ja, nützt nichts. Wir müssen es einfach weiter probieren, ne? Wir müssen es weiter probieren. Ich denke, ich werde ihn schon irgendwie besiegt kriegen, ja. Aber... Ah, ist schon gestellt, die Weiche? Ja, nee. Okay, dann nehmen wir wieder das Ding hin. Ja. Ja. Könnte natürlich jetzt ein bisschen dauern. Also wir machen es auf jeden Fall richtig. Aber ich darf, ja, darf mich nicht so oft packen. Das ist das Geheimnis. Er darf mich nicht so oft packen. Ja, ich muss jetzt ja auch ein bisschen Munition sammeln, also Feuer, sprich. Das war auch richtig clever. Na, wie gesagt, beide getroffen. Na. Na. Ah, danke. Ja, nicht da reinfallen. So, weg ist er. Sehr gut. Der Raum ist mit am nervigsten, tatsächlich. Scheiße. Ja, jetzt habe ich voll wenig Energie. Das ist super. Ich will auf dem Weg Energie sammeln und sterbe. So, raus hier. Lieber hier. Weg. Ich könnte es auch mit Tornado probieren, aber ich weiß nicht, ob das so gut ist. So. Also, selbst wenn ich jetzt die Herzen voll habe, suche ich noch ein bisschen weiter, weil ich brauche ja Flammenmuni. Das wäre gut, ja. Komm, ein bisschen Munition auch für meinen Flammenstab. Hätte ich ganz gern.
kommt gerade nichts, ne? Ja, ich weiß nicht, ob das mit Bomben ist, glaube ich, nicht so geil. Das war Feuer, okay. So, nur mal Feuer. Ja, nur den. Ach, das ist doch falsch. Ja, okay. So, jetzt am besten nicht runterfallen, wenn es irgendwie geht. Komm her. Ja, scheiße. Ich glaube, du musst weiter nach oben. Der war gut. Ja, ja, nicht schnappen. Das zieht so viel ab. Das gibt's nicht. Alter Schwede. Ich müsste, ich glaube, ich muss mal nachgucken, was ich, wie die beste Taktik ist. Krieg dich auch von oben? Einmal probieren wir es noch, weil ich gerne wissen möchte, ob ich den wirklich nur von unten treffen kann. Weil wenn ich den natürlich auch von oben treffen kann, dann habe ich die Möglichkeit, vielleicht ein bisschen mehr zu taktieren. Dann kann ich ja seiner Schere ausweichen. Aber wenn er nur von unten geht, ist doof. Jetzt habe ich aber meine Munition hier gerade verballert. Egal. Ja, schon den. Wie gesagt, einmal machen wir das jetzt noch gemeinsam und dann gucke ich mal nach, ob ich da irgendwas falsch mache. Also ich füge ihm ja Schaden zu, ne? Wahrscheinlich wäre es am besten, ich hätte ein Schild. Aber das jetzt extra kaufen, da müsste ich wieder ins Dorf zurücklatschen und so, das ist echt nervig, ne? Das ist schon nervig. Super. Ganz klasse. Nach Sachen gucken. Feuer hätte ich gern jetzt. Ja, geht auch. Ich kriege immer Pegasus, ne? Aber ich glaube nicht, dass es mit Laufen getan ist. Ja klar, gut, ich könnte natürlich das so machen, dann in ihn reinlaufen. Hm, wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber ob das so gut ist, weiß ich auch nicht. Ich gehe jetzt mal weg. Nein. Schon wieder rein. Danke. Okay, gibt nichts Tolles. Schade, ich hätte mir was gewünscht, was Tolles. Na gut. Dann vielleicht hier was Tolles. Okay. Geld ist natürlich auch nicht verkehrt. Ist natürlich das, was ich am meisten mir wünsche, aber. Ja. Sehr gut. Ja, okay. Weg sind sie alle. Komm, gib mir Muni. Muni, Muni, Muni. Ja, gelb. Okay, gelb ist auch okay. Das Duftzeug. Diesen einen Versuch gucken wir uns noch an. Nee, und dann. Oder probiere ich noch. Und dann gucke ich mal nach. Ah, das war Feuer. Sehr gut. So, ja, nimm schon Feuer. Ich versuche jetzt gleich mal von oben zu treffen. Vielleicht bringt's ja was. Ja, okay, es geht. Hauptsache Auge auf, würde ich sagen. Okay. Geht's aber nicht mehr. Aha. Was soll denn das? Wieso geht das jetzt nicht mehr? Ja, super. Hat ganz toll geklappt. Mein Trick.
Also einmal hat es funktioniert von oben und danach nicht mehr. Ja, das brauche ich jetzt gar nicht mehr groß probieren. Ich kann es natürlich mal mit denen hier probieren, aber das wird glaube ich auch nichts werden. Ja, tot. Ja, Leute, ich gucke das mal eben nach. Wir sehen uns dann gleich wieder. Okay, Leute. Ist gar nicht so schlimm. Eine Sache habe ich vielleicht nicht ganz gecheckt. Und zwar, man kann seine Kralle außer Gefecht setzen. Das habe ich nicht gemerkt. Wenn die kaputt ist, dann ist das halt nicht mehr so schlimm, würde ich sagen. Deswegen, einmal machen wir es jetzt doch. Dann hat der Part vielleicht ein bisschen Überlänge. Aber ist egal. Ich möchte es gerne einmal probieren. Das machen wir jetzt noch. Und dann braucht man auch gar nicht so wahnsinnig viel Munition. Wir können auch gerne dieses grüne Zeugs nehmen. Das ist gar nicht schlimm. Beziehungsweise werde ich gleich für den Kampf vielleicht doch die Duftsorte nehmen. Also die wurde eben auch benutzt in dem Video, was ich geguckt habe. Also es geht schon mit der Duftsorte. Aber zumindest versuche ich jetzt noch mal ein bisschen Munition ranzuschaffen und einen Durchlauf machen wir jetzt noch. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn es nicht funktionieren sollte, dann verschiebt sich das in den nächsten Part. Aber ich gehe davon aus, dass wir das irgendwie hinkriegen. So, muss ich leer machen alles. Ein paar Bomben. Also Bomben habe ich tatsächlich gerade genug. Daran mangelt es jetzt mal nicht. So, einen haben wir noch. Da unten. Okay, das haben wir geschafft. Zwei, drei Räumchen. Den Raum lassen wir, wie gesagt, links liegen. Oh, danke. Das ist schon mal gut gewesen. Ach, komm. Schon bin ich wieder getroffen. Ja, den nehmen wir mal mit. Ich bin gleich tot. Super. Jetzt. Toll. Ach Mann, ey. So. Einmal komplett aufleveln wäre jetzt natürlich super. Aber wenn ich jetzt wirklich noch volle Herzen kriege. Na, mal gucken, wer weiß. Vielleicht klappt es auch. Ich glaube, das ist jetzt der letzte Versuch für diesen Part. So, das haben wir schon mal. Vielleicht kommt ja noch eine Fee. Würde ich sagen, okay. Das war Feuermunition, ist auch nicht schlecht. Oh, und roter Rubin. Ja gut, ja, rote Rubine nehme ich natürlich auch. Auch wenn ich das Geld jetzt gerade nicht gebrauchen kann. Aber mit Sicherheit werden wir nochmal shoppen können. Da haben wir nochmal ein Herz, sehr gut. Ich hätte gerne noch ein bisschen Herz. Ah, sehr gut, hervorragend. Pegasus, Feuer. Okay, passt auf. Wir nehmen jetzt, was nehmen wir jetzt mal? Ich guck mal eben, ja, wir nehmen mal die Duft. Die sollten auf jeden Fall reichen. So, pass mal auf, was wir jetzt machen. Achso, erstmal müssen wir zum Boss hin. Ja, okay, das sollten wir auch machen. Richtig. Oh, da war noch ein Herz bei. Schade. Weg ist es. So. Ein bisschen nach hier. So. Seine Kralle. Ja. Die mache ich jetzt kaputt. So, die ist weg. Genau, jetzt macht er hier so ein paar komische Teile. Da kann man sogar auch Leben und Herzen und so farmen. Aber, was viel wichtiger ist, er kann mich halt nicht mehr mit seiner Kralle zwicken. Und jetzt machen wir einfach so, wenn er sein Auge dann mal aufmacht. Okay. Also er kann mich jetzt eigentlich nicht mehr wirklich treffen. Nur seine kleinen Viecher hier, die können mich treffen. So. Komm, jetzt mal machen wir dein Auge auf. Sag mal. Danke, endlich mal. Aber so ist er wesentlich angenehmer, ne? Das muss man schon sagen. Sehr gut, ja. Kriegen wir sogar mehr Energie, als wir verlieren. Ist auch geil. Okay, getroffen.
Jawohl. Mach auf. Mach auf das Auge. Jawohl, geschafft. Sehr schön. Ah, du erhältst einen Herzcontainer. Ist fast schade, dass wir es nachgeguckt haben, aber ehrlich gesagt, ja, ich war ein bisschen verzweifelt. Ich wusste nicht, was ich machen soll. Sehr schön, wir holen jetzt noch das letzte Instrument ist es hier gar nicht. Was ist das mal? Essenz, die letzte Essenz ab. Und die nächste Essenz. Den sanften Regen, eine Essenz der Natur. Im Schauer des sanften Regens werden gekeimte Sprösslinge zu kleinen Bäumen. Hm. Sehr schön. Ah, herrlich. Ja, wunderbar. Es ist doch mal ein schönes Ende für diesen Part. Und dann würde ich sagen, wenn ihr weiter Bock habt, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Aber wir warten jetzt doch mal kurz die Nachricht von dem alten Baum ab, was der uns erzählt mit seinem Entenregen hier wieder. Oh, Alex, auch meine Kraft wächst im sanften Regen. Ich hatte soeben eine weitere Vision. Ich sah einen See in der Form einer Brille. Okay. Okay. Suchen wir im nächsten Part also den See in Form einer Brille. Ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, ihr habt Bock. Euer Alex, ciao. Bis zum nächsten Mal.